Hallo Freunde der gepflegten Hexfeld-Gemütlichkeit und willkommen zurück zu Battle Isle 2, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Blue Byte aus dem Jahre 1994 und wir befinden uns hier auf der Karte mit dem Code GIGF zu. Ein G, ein E, ein K, ein E, ein F, ein Z und ein U. Ja, so schaut's aus und ich glaube, es ist sogar die letzte Karte. Ah, wir schauen mal, da unten sind wir in Blau, ja, und der Gegner in Rot. Wie soll es auch anders sein? Das schaut aus, ja, wie ein Stellungskampf. Also ich muss hier auf alle Fälle rüber. Aber was das bedeutet, wir hören uns nochmal die letzte Nachricht an. Und zwar jetzt. Oh, die Panzerspitzen haben Titanit beinahe erreicht. Mit viel Widerstand ist nicht mehr zu rechnen. Ja, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Die Sensoren zeigen in nördliche Richtung. Dort liegt das Rechenzentrum, die Keimzelle des Feindes. Wir raten zum Einsatz von Artillerie, um uns Zugang zu verschaffen. Wir empfehlen eine Sprengung des gesamten Gebäudekomplexes und kein Teil der künstlichen Intelligenz Titans darf erhalten bleiben. Und wir müssen es vernichten. Wir müssen es vernichten. Ja. Hui. Schön. Da gucken wir doch gleich mal. So, zack, weg. Information. Wir haben 26 Runden Zeit. Der letzte Schlag. 26 Runden. Das ist jetzt nicht gerade pralle viel, ne? Jawohl. So, in unserem Hauptquartier haben wir nichts. Wir haben eine Artillerie, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich noch mal eine bauen müssen. Wir haben Sinus, da werde ich mir auch noch eine bauen müssen, weil Sinus im Doppelpack ist immer gut. Wir haben Stingpanzer, ich habe einen, ist das ein Dolomit? Monolith natürlich. Das ist der Dolmen. Also der Dolmen ist ein Transportzug, das ist ein Instandsetzungszug und dann haben wir hier einen Ja, ich hätte gesagt, Kampfpanzerzug. Oh, geil. Hier haben wir noch einen Archimedes. Wir haben Licht, das ist schön. Buggies, Aufklärer, Minen. Ah, ein Minenfahrzeug auch. So, ein und Oh, Moment, da gucken wir doch mal, was wir bauen können. Na, oh, hervorragend. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Buggy. Artillerie. Ah, da geht noch was. Noch eine Artillerie? Zwei? Buggy? Buggy. Oh, noch ein Buggy. Moment, Buggy-Seuche. Hui, geht noch einer? Nein, ich habe nicht mitgezählt, aber einen Aufklärer nehmen wir uns auch noch mit. So, jetzt. Das war jetzt Wahnsinn. Okay, los geht's. Moment. Hier haben wir einen Atlas-Transporter. Den schaffen wir jetzt mal nach rechts zur Artillerie. Da kann nämlich der zweite Transporter die andere nehmen. Ein Baufahrzeug habe ich nicht. Okay. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Licht, ne? Uiuiuiuiuiuiui. Also, wir haben auf alle Fälle einen gegnerischen Archimedes als Fernkampf. Wir haben gegnerische Stingpanzer als Fernkampf. Wir haben viel Fernkampf. Okay. So, da gehen wir mal. Auf was gehen wir? Ich würde mal sagen, ich nehme mal den hier. Zwei, das fand ich gut. Hier nehmen wir auf alle Fälle mal den Buggy unter Beschuss. Das fand ich sehr gut. Hier mit dem Archimedes renne ich nochmal auf den Panzerzug. Dann würde ich sagen, das Nashorn panzerzügelt hier ein bisschen. Jawohl. Und der geht mal weg.
Dann kann ich nämlich jetzt hier mit dem Bucky hinfahren und der Bucky, da backt ihr mal den anderen Bucky an. Zack, weg ist er. Wunderbar. So ist das richtig. Jetzt mal gucken. Das ist jetzt noch einer. Ach, da kommt jetzt nicht hin. Verdammt. Kommt der hin? Der kommt auch nicht hin. Verdammt. Da kommt der hin. So, dann ist der Zug erstmal auch weg. Ja. So, was hat denn der überhaupt für eine Reichweite, der Zug? Habe ich jetzt natürlich wieder mal nicht aufgepasst. 2. Da kann über 2 Felder schießen. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorbreche mit dem Ding, kann der jetzt hier den Archimedes schon mal vortöten und ihn schwächen. Schwächen ist immer gut. Und ich habe jetzt hier noch einen Buggy. Mal gucken. Kann ich hier rein mit irgendeinem Kampfpanzer? Nein, natürlich nicht. So. Der. Die Stingpanzer, die kriege ich jetzt nicht klein in dieser Runde. Das macht aber nichts. Ich werde hier auch noch mal das Ding angehen. Sie müssen an Kraft, an Feuerkraft verlieren, auf jeden Fall. So, hier haben wir auf alle Fälle noch einen kleinen. Nee, das machen wir nicht. Jetzt können wir hier mit dem Sting vorfahren und ihn hier nochmal unter Feuer nehmen. Ach, es reicht nicht ganz. Ich hätte gerne diese Einheit tatsächlich vernichtet. Dann machen wir das so. Weg ist weg. Sehr schön. Kann ich jetzt mit den Minen? Nee, kann ich nicht. Zieh die einfach mal vor, weil ich es kann. So, hier habe ich jetzt einen Snake-Truppentransporter. Den stelle ich jetzt hier mal dazwischen. Ohne dass er angreift. Der soll den Stingpanzer ein bisschen beschützen, ne? So. Der kann ja vorfahren. Möchte ich was mit meinen Rangern angreifen? Ich glaube nicht. Da bleibt man hier hinten in Bereitschaft. So. Ne, damit erreiche ich nicht. Die Frage ist, greife ich hier nochmal an? Ja, ich werde hier nochmal angreifen. Naja, funktioniert. Ich glaube, ich brauche noch Sinus. Ich brauche noch Sinusse. Sinus und Cosinus gegen den Feind. Ja. So, den füllen wir hier auf, den lassen wir hier stehen, den lassen wir hier stehen. Also hier unten lassen wir alle stehen. So, und der hier, der geht mal hier zum... Ah, die könnte ich alle in die Dolmen reintun. Den lasse ich trotzdem mal hier stehen. Der Instandsetzungszug bleibt auch hier stehen. Ich glaube, ich bin fertig. Gucken wir mal, was der Feind so auf Lager hat. Ja, das war klar. Das war nicht so klar, aber ist klar. Ja, gegen schwere Infanterie und Truppentransporter. Na, die mögen sich nicht so. Die haben sich dagegen sehr gut geschlagen. Und er legt jetzt seinen Archimedes frei. Das heißt, oh, da ist irgendwas. Da ist was da oben. Den Archimedes kann ich jetzt hoffentlich rausnehmen. Und zwar jetzt. Gut, das war
Hervorragend. So, kann der jetzt nochmal angreifen? Jawohl, der greift den an. Das fand ich jetzt auch nicht so übel. Dann greifen wir hier mal den Transporter an. Ohne Verluste, ohne Verluste. Hervorragend. Den tun wir mal zurück. So. Mal überlegen. Ich muss nämlich jetzt hier wirklich mit jeder Einheit ins Gefecht. Das heißt, dann nehmen wir den und greifen den mal an. Ha, es reicht nicht. Ich hätte doch eher die Infanterie angreifen sollen. Verdammt! Verdammt! Also die Infanterie hat nur noch eine, der Transporter hat nur noch eine Einheit. Gehen wir mal mit dem runter, zerstören jetzt den Demon. Wunderbar, hervorragend. So, kratzen den jetzt vom Boden weg. Jawohl. Ohne Verluste den Snake zerstört. Den lassen wir mal hier stehen. So, was machen wir jetzt? Der hat noch zwei. Da greifen wir mal die Iloka-Einheit an. Na, was ist wieder? Einer bleibt stehen, wie immer. So, den stellen wir hier hin. So, hier, der kann noch einmal schießen. Da würde ich mal sagen, der geht hier hin und zerstört auf alle Fälle den Troll nicht ganz, aber er kann sie, also sie, die Einheit, ordentlich beschädigen. So, hier gehe ich vor und repariere den. Der geht rüber, um die Artillerie einzusammeln, die jetzt auf alle Fälle den Troll zerstört. Wunderbar. So ist es. Wunderbar. Mal schauen. Moment. Moment. Wir haben es nicht eilig. Wir sind nicht auf der Flucht. Und der Algol ist weg. Dann hätte ich mal gesagt. Wir hauen jetzt mal mit dem Sting auf den Snake. Der kommt nicht ran. Okay, dann machen wir das so. Also, die Sache ist, ich möchte das jetzt hier so schnell wie möglich abschließen. Okay, habe ich noch irgendwo einen Buggy? Nein, die habe ich schon alle verbraucht. Das heißt, ich kann jetzt mit dieser Infanterie vor und da aufräumen. Wunderbar. Ich nehme jetzt den Samurai-Panzer, greife jetzt hier den Snake an. Oh, das war jetzt ein bisschen schwach. Also da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Abwehr, wir greifen nochmal an von der anderen Seite und zwar von hier. Zack, zack. War auch schwach. Verdammt! Ja, wollte eigentlich mit dem vorstoßen und hier hinten schon ein bisschen aufräumen. Das funktioniert jetzt aber nicht. Darum geht der zurück, greift aus der Entfernung an, kriegt Punkte. Hurra! Und ja, die kommen jetzt nicht mehr ran. Das ist doof. Na, ein bisschen verklickt, aber passt. Ist der Elixier wenigstens noch weg? Das ist gut. Da muss ein bisschen zurück. Wo tue ich denn den hin?
Ah, ich stelle den mal hier. So. Nach vorn. Nach vorn. So, die Minen tue ich mal rein. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Und, aber jetzt, passt auf. Nehmen wir mal raus. Den tun wir hier rein. Fahren wir raus, ne? Ist klar. Den fahren wir raus. Also Buggies kann es nicht genug geben. Die sind schnell. Erfahrene Buggies sind sehr stark. Und Moment, ich muss mal gerade denken. Ich nehme hier noch einen Algol Tanklaster, um zum Beispiel diese Fahrzeuge ordentlich auftanken zu können. So, der fährt vor, repariert den Panzerzug. Okay. So, hier mache ich noch ein bisschen Licht. Das sieht, was ist denn das? Ist das ein Graben? Das sind Computergräben. So. Der verpitzt sich. Das ist gut, da kann sich verpitzen. Ja, da geht. Oh, wirklich. Ah, das ist sehr schön, dass der Munitionstransporter die Engstelle verlässt. Weil die sind immer schwer zu knacken. So, was haben wir denn jetzt hier? Hm, also der hier, da kann nichts mehr angreifen. Der fährt. Ugh, der fährt. Ja. Okay. Den auch nicht. Ja. Der auch nicht. Dann greift er hier erstmal an. Das war hervorragend. Wo habe ich hier? Der geht hier hin. Sehr schön. Ich gehe tatsächlich jetzt mal mit dem vor. Das soll ein bisschen Licht machen nach oben. Infanterie. Alles klar. So. Ja, da fahren wir hier hoch. Schützen ein bisschen auch den Ranger, indem wir den links und rechts ein bisschen absichern. Und Moment. Das machen wir so. Wir füllen mal jetzt hier alles mit Munition auf. Alles, was geht. Ne? So. Was wir haben, haben wir. Und der stürzt sich auf das Alcor-Munitionsfahrzeug, um das schon ein bisschen vorzutöten. Und bleibt dann auch hier hinten stehen. Dasselbe mache ich mit dem zweiten Buggy. Hui. Angriff. Alcor. Zwei weg. Ja. Und stellt sich hier hin. Ah, la 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 la. So, jetzt hier. Dorsting. Sting setzt sich hier hin und greift an. So. Nashorn flutet nach vorn. Der setzt sich mal hier vor. Ach, ich hätte ihn reparieren können. Naja. Uch, der hat auch nur noch 0. Das heißt, den füllen wir auch auf. Wunderbar. Nach vorn. Nach vorn. Kommt der Jod? Nein, kommt er nicht. Okay, ich sehe jetzt hier tatsächlich nur die Infanterie. So, der fährt vor. Der fährt vor. Was füllt er denn auf? Achso, Treibstoff. Ja, okay, meinetwegen. So, der geht hier rein. Die fahren jetzt vor. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier die Buggies und ich habe hab mich jetzt so wahnsinnig gut vorgestellt jetzt hier und zugestellt, dass ich jetzt hier tatsächlich nicht so ganz weiß, was ich mache. Moment, die kommen hier rein. So, da können die gleich mitfahren. Wunderbar. Wunderbare Angelegenheit. Der Sinus rauscht vor.
Ah, den Dolmen hier hinten, den lasse ich mal da. Für Dinge, die ich nachproduziere. Ja, will ich jetzt angreifen? Ich pass mal auf. So, wir greifen den mal an. In der Hoffnung, dass ich wenigstens noch ein bisschen hier zurückfahren kann. Okay, passt. Wunderbar. Geht zurück. Jetzt greife ich den an, um die Einheiten einfach zu schwächen. Ich will jetzt nicht tatsächlich jetzt auf Zerstörung hinarbeiten, sondern einfach nur auf Schwächung. Jetzt fahre ich nämlich jetzt hier hin mit meinem P-Panzerzug und haue nochmal auf den drauf. Und damit ist dieser Troll, also der rechte Troll und diese Infanterieeinheit, ja, die sind durch. Also da passiert nicht mehr allzu viel. So, den füllen wir auf. Der nimmt die Mine mit. Der rennt vor. Ach, ich hätte den in das Fahrzeug tun können. Egal. Oh, hier habe ich noch eine Infanterie. Die bleibt da. Das ist die Palastwache. Hui. So, Computerzug gestartet. Was hat er denn so? Okay. Der fährt weg. Oh. Da muss ich hin. Ich bin mir sehr sicher, da muss ich hin. Das ist zentral gelegen. Hier sind bestimmt Türme. Türme, Türme, Türme. Da muss ich hin. Als erstes mache ich Licht. Klick. Aha. Die Strecke geht nach links. Er hat hier Radar. Radar müsste ich, glaube ich, sollte ich schnellstmöglich ausschalten. Weil dann sieht er nichts mehr. Und wenn er nichts sieht, kann er nichts bekämpfen. Oh, da kommt sogar schon hin an das Radar. Das ist natürlich cool. Kommt der auch? Der kommt auch hin an das Radar. Ja, das ist ja. Moment. Halt. Nein. Nein, 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 nein. Der greift. Nee, der greift nicht an. Nein, tut er nicht. Ich rück jetzt mit den hinteren Einheiten. Oh, lala. Verteidigungsrat, nach den Berichten unserer Aufklärer hat der Feind vor sich die letzten Panzerverbände zusammengezogen. Ja. Etliche gut befestigte Stellungen mit Bunkern und Geschütztürmen sind zu überwinden. Erfahrene Artillerie ist bevorzugt einzusetzen. Ich habe zwei Artilleriesysteme und ich habe massive Buggy-Seuche hier an der Stadt, am Start. Das sollte passen. So, meine leichten Panzer, die sollen jetzt hier noch mal ein bisschen Klarheit schaffen. Machen sie. Wunderbar. So, und der fährt hier vor und füllt. Ach, der hat auch keine Munition mehr. Okay. Da brauche ich jetzt einen Munitionstransporter. Was wir haben, haben wir. Also ich gehe davon aus, das sind Gräben, weil da Brücke, Brücke, Brücke. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Panzer hier lang fahre, kommt er nicht rüber. Aber da ist eine Brücke. Also fahre ich dahin. So, das sind jetzt die neuen Buggies. Moment. So, der fährt vor. Genau. Jetzt nehme ich hier den Ranger. Der Ranger putzt den jetzt hier weg. Und fährt zurück. Habe ich noch einen Ranger? Hier habe ich doch noch einen Ranger. Der macht dasselbe. Und
zieht sich wieder zurück. Damit ist jetzt hier frei. Und ich könnte, wenn ich wollte und ich will, hier meinen Abstecher machen. Und ich möchte gerne diese Radarschüssel wegbauen. Weil er hat gesagt, es sind Geschütztürme da. Und ich sag euch, ach scheiße, ich kann jetzt nicht mehr zurückziehen. Das sind bestimmt diese Einstar-Kanonen dabei. Da bin ich mir sowas von sicher. Hui! So. Aber das Schöne ist, jetzt sieht er nichts mehr. Ja. So, das Nashorn geht vor. Und blockiert hier gleich ein bisschen ab. Das ist wunderbar. Beschieße ich ein bisschen den Zug. Und fahre wieder zurück. Dasselbe mache ich nochmal. Vor. Zug beschießen. Und zurück. Kann ich das nochmal machen? Bestimmt. So, und damit denke ich, dass der Zug keine große Gefahr mehr ist. Die Frage ist, ja, wenn ich jetzt vorgehe, pass mal auf, ich mache das so. Hui, ist der Buggy weg. Also der Zug hat jetzt, der ist beschädigt, also hat er an Kampfkraft verloren. Das ist gut. Da ist noch ein, ja, da fährt mal vor, macht hier ein bisschen die, oh, ein Stinkpanzer da oben. Holla, die Waldfee. Das heißt folgendes, na, Moment. Der fährt vor. Kann ich, Moment. Das ist ja ein Instandsetzungszug und der instandsetzt jetzt mal den hier, den Snake. Der kann jetzt nämlich hier noch vorfahren. Will ich den Panzerzug mit dem Snake angreifen? Nee, der macht den Allgäu halb platt. Okay, so. Der geht vor. Der geht rein. Und die Transporter, die fahren jetzt nach vorn. Abwehr. Will ich sie? Ja, komm, Moment. Einen lade ich aus. Da habe ich jetzt hier eine Artillerie am Start. So, der fährt vor. Was willst du nur angreifen? Ah, Infrastruktur. Nein, du greifst mir keine Infrastruktur an. Wirst aber mal aufmunitioniert. Das ist sehr schön. So, ihr rollt dahin. Aufgetankt, wunderbar. 11 Punkte. Sinus. Er empfiehlt Einsatz von Artillerie. Ich baue noch eine Artillerie. Vielleicht ist das notwendig. Die erste Verteidigungsstellung habe ich überrannt. Hervorragend gelaufen. Die zweite habe ich schon durchstoßen, aber jetzt kommt er natürlich mit Dingen. Oh, jetzt greift er natürlich mit seinem Tankwagen an. Eine fahrende Bombe. Also er hat eine Haubitze. Damit hat er schon meinen Zug schwer beschädigt. Das geht natürlich gar nicht. Und er hat ein Eisenbahngeschütz. Und das Eisenbahngeschütz, das muss ich jetzt zerstören. Problem. Meine Fahrzeuge haben alle keine Munition mehr. Ich habe mich quasi verausgabt. So, der geht auf alle Fälle auf den Anaconda-Zug. Und den mache ich jetzt mit den Aufklärer-Pallad. Da oben ist die Artillerie. So, das ist erstmal gut. Da ist, uiuiui, da ist auch schon wieder so ein Ding.
So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Moment. Nach vorn. Hier werde ich den Instandsetzungszug reintun, weil der kann jetzt nämlich hier Dinge machen, nämlich reparieren und auftanken. Und das macht der Moment. So, den tun wir mal hier hin. Das sieht gut aus. Sieht auch gut aus. So. Der Sinus geht jetzt hier vor und gibt denen hier Munition. Wunderbar. Und er kommt nicht ran. Ach, verdammt. Der kommt nicht ran. Okay, dann geht er hier vor. Und macht dieses. Vorgehen. Ich sammle jetzt hier meine Buggies, damit die hier sofort dann aufgetankt werden können. So, der geht vor, der muss dann repariert werden. Der macht nichts. So, da habe ich meine. Die fahrende Festung ist natürlich. Na. So, der geht vor. So, hier habe ich eine Artillerie drin. Jetzt ist die Frage: Will ich die hier irgendwo hinstellen? Ja, ich stelle die mal jetzt hier hin. Damit kannst du dann jetzt diese Radarstation unter Feuer nehmen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich möchte hier rein. Du gehst in den Dolmen und du gehst neben den Dolmen. Passt du da nicht rein? Das wäre schlecht. So, zack. Nö, du bist gut. Du wirst aufgetankt. Du gehst nach oben, greifst nichts an. So. Ha. Ich wollte ja nur mal ein bisschen Licht machen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen scheiße gelaufen, weil mit dem Zug kann ich jetzt nur noch dahin, um hier mal ein bisschen Terror zu veranstalten. Hervorragende Sache, die Pulsar hat sich pulsarisiert. Dann gehen wir mal jetzt an den Panzerzug. Noch Fragen? Nein. Wunderschön. So, der geht jetzt hier nochmal vor. Ich habe jetzt gerade ein kleines Déjà-vu. Das sieht genauso aus wie an der vorherigen Karte. Ha! Sowas. Also, der, naja, der fährt jetzt hier hoch. Gut, der braucht auch ein bisschen Sprit. Die lasse ich jetzt hier tatsächlich mal so stehen. Ne? Auftanken, aufmunitionieren und dann gehen die vor und so schlagen jetzt hier die verbliebene Verteidigungsstellung. Das Gute ist, den Panzerzug und die Pulsar habe ich schon neutralisiert. Er hat jetzt hier als wirklich schlimme Einheit nur noch den Sting, aber der ist unausgebildet. Also kriege ich den hin. Guck, da zieht er sich zurück, der munitioniert auf, der verschwindet. Wunderbar. Und schon ist er wieder vorbei. Macht er hier noch was? Ich spiele hier quasi mit mir selber rum. So, also füllen. Füllen. Jetzt habe ich natürlich den einen Buggy, den ich schon in der letzten Runde aufmunitioniert habe, den habe ich jetzt gar nicht genommen. Das ist natürlich eine schöne Sache. So, du gehst hierhin zurück. Du gehst wieder rein und fährst vor. Du holst dir hier ein paar Punkte. Das macht er auch weiter, weil hier
ist keine Eisenbahn. Darum denke ich, dass da nicht allzu viel los ist. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt er hier rein und der Dolmen fährt jetzt zur Front. Du bleibst. Ja, und jetzt wird das hier alles schön zerpflückt. Und was ist wieder? Bleibt einer stehen? Na klar, was soll's? Ja. Da muss erst der schwere Panzer hin. Haut mal so richtig mal drauf. Jetzt kann ich den hier nehmen. Und nehme das hier mal ein. Was ist das? Kraftwerk R1? Wunderschön, ne? Wunderschön. Weiter geht's. Ich habe hier einen Sting. Den gehe ich mal hier hin. Bleiben wieder zwei übrig, aber das macht nichts. Der geht mal vor, der haut mal hier den Sinus weg. Und jetzt habe ich eine wohl ausgebildete Anaconda, also einen Panzerzug. So, der bleibt hier stehen. Der haut hier nochmal auf den Ranger. So, halt, Moment, geh weg. Nö. Dahin. So, was habe ich jetzt hier eingenommen? Kraftwerk L1. Ah, okay, Kraftwerk links 1, Kraftwerk rechts 1. Macht Sinn. Meisterleistung. So, kriege ich jetzt den Hansel hier noch weg? Das weiß ich nicht, aber ich habe ja genügend Buggies. Die schwärmen jetzt aus. Ne? Und machen Dinge. So, zwei habe ich noch. Ja, natürlich den genommen, der nicht aufgefüllt wurde. Ja, wunderbar. So. Gut, das heißt, ich gehe jetzt mal hier hin. Mach das. Füll hier mal alles auf. Die Frage ist jetzt, möchte ich der Eisenbahnlinie folgen? Oder eben nicht. Die Frage ist, macht das Sinn? Ich will ja eigentlich zum Rechenzentrum. So, ne? Alles schön vorziehen. Oh, hier kann ich was reparieren. Ja, das machen wir doch gleich. Der braucht auch ein bisschen Sprit. Wo habe ich denn meinen Tanklaster? Den habe ich hier. Der kommt vor. Ja, hier ist nicht mehr allzu viel. Da ist nicht mehr allzu viel, da gehe ich mal vorbei. So, hier muss ich dann einen Tanklaster hin tun, damit der mal ein bisschen meine Fahrzeuge wieder flott macht. Ah, verdammt. Okay. Er hat jetzt Kraftwerk L1 eingenommen. Und Sauerei auch Kraftwerk L2. Das war jetzt natürlich... Ui. Ich staune. Moment. Und der kommt nicht hin, verdammt. Warum kommt er nicht hin?
Das war meiner, das war meiner. Ich musste meinen Ranger, musste ich zerstören. So, und der kommt nicht hin. Ah, da braucht einen Moment. Doch, der kommt hin. Der kommt hin. Moment. So, zack. Das ist der Ranger, den er hier rausgeklaut hat. So. Und hier ist sein Ranger drin. Also jetzt habe ich quasi verloren. Und zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, einen sehr erfahrenen Ranger. Das war jetzt Punkt für Freund Blase. So, Moment. Da werden wir jetzt erstmal den ausradieren. Und wir fahren mal hierhin zurück. Achso, der kann nicht mehr. Ach. Den Anaconda muss ich auftanken und aufmunitionieren. Ganz dringende Angelegenheit muss ich machen. Genauso die beiden. Also es stockt gerade ein bisschen, ne? Aber ich möchte auf alle Fälle hier noch ein paar Fahrzeuge vernichtet wissen, wie zum Beispiel den Alcor. Hervorragende Sache. So, da springen wir jetzt mal hier rüber. Damit ist der Alcor auch Geschichte. Und hier holen wir uns natürlich noch das Radarschüsselchen. Gib Punkte. Punkte. So. Ja, das ist jetzt egal. Machen wir das mal so. Der fährt hier vor. Ja, jetzt habe ich, hab ich natürlich wieder den Falschen aufgetankt. Na, egal. Das macht insofern nichts. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, das wollte ich jetzt nicht. So, den hängen wir hier hin. Der fährt mal ein bisschen vor. Den hängen wir hier hin. Vor. Vor. Ne, alles vor, alles vor, alles vor, alles vor. Der, ja, ich würde, puh, ist hier was? Ich muss hier drüben Licht machen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob da noch irgendetwas ist. Kann ich nur momentan nicht, weil ich jetzt hier keine Fahrzeuge habe. Ich habe hier ein Nashorn. Ah, mit dem Nashorn gehen wir mal hier hin. Ich muss aufpassen, es ist, glaube ich, nicht ganz so gut, meine Einheiten aufzusplittern. Das ist, da muss ich aufpassen. So, hier kommt er mit Infanterie. Ranger. Also er hat schnelle und leichte Einheiten. So, hier holen wir den erstmal raus. Der stellt sich mal hier hin. Hoppala! Satellitenverbindung. Sie wundern sich über mein Aussehen. Es ist allein das Ergebnis Ihres Glücks. Wieso, habe ich dich blau angemalt oder was? Fordern Sie Ihr Schicksal nicht weiter heraus. Mancher zieht ein ruhiges Leben einem erfolgreichen Tod vor. Hui! Ach, das ist ein Roboter. Ah, die gigantische Macht Titanets ist größer, als Sie jemals erträumten. Wir können auch hilfreich sein. Du bettelst! Du bettelst. Ha, ich fasse es ja nicht. So.
Der geht mal vor und füllt mal jetzt den auf. Und der macht jetzt hier einfach mal Licht. Okay. Ah. Da unten ist ein Camp. Das habe ich ganz übersehen. Hier unten. Die Frage ist, macht das auch was? Ich glaube eher nicht. So, ich tank mal jetzt hier wieder mal den hier auf. Wahrscheinlich wieder mal falsch gewesen, aber egal. So, rein und die Artillerie geht raus. Der kann ja noch einmal zuschlagen, das macht er auch. Den werde ich dann aufmunitionieren im Kraftwerk Erz R1. Ja, also hier. Kraftwerk rechts 1. So, der geht zurück. Uiuiuiuiuiui. Ich sehe Dinge. Stingpanzer. So, den machen wir jetzt noch fertig. Wunderbar. Also er hat auf alle Fälle Stingpanzer und einen großen, dicken Samurai. Da müssen wir richtig aufpassen. Och, der ist gut. Der ist gut. So, da bilden wir hier mal einen Brückenkopf für den nächsten. Beziehungsweise da kann ich doch schon gleich mal hin. Der 2, der 3, da reparieren wir den schon mal. In der nächsten Runde wird hier aufmunitioniert und aufgetankt. So, da helfen, da kommt der noch hin. Der braucht Munition. Der kommt hier hin, macht hier ein bisschen Licht. Ui. Ich bekomme das Viech hier nicht rüber. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich hätte dann gesagt, dann bleibt er halt stehen da, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich doch auch nicht. So, okay, Moment. Die kommen hier hin. Werden aufgeladen. So, der geht hier rein. Der geht hier rein. Der stellt sich mal hier vor. Ich lade jetzt hier mal vorsichtshalber aus, nicht dass der Atlas beschossen wird, denn er ist in Sichtweite. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So. Nicht, dass es jetzt hier irgendwelche Verluste gibt. Den hier, der geht zurück. Zack, zack, Moduswechsel. Ah, da hinten ist ein Turmfundament. Ein bisschen links. Da, der hier. Das ist ein Turmfundament. Da ist was. So, aber jetzt, passt auf. Erstmal füllen. Reparieren. So, und jetzt Angriff. Da. Habt ihr gesehen?
Türmchen. Ein Türmchen. So, ja, hervorragend wieder hingestellt. Das krieg nur immer ich hin. Aber das macht nichts. Erstes Ding ist weg und ich habe einen wohl ausgestatteten Buggy, den ich nicht mehr bewegen kann. Hurra. So, dann machen wir das so. Jetzt gehen wir mal eben hier rein, holen uns den Ranger raus. Zack, zack. Füllen hier alles auf. Zack, zack. Zack, zack. Wunderbar. Ha. Nee, geht nicht. Moment. Null. So. Hier laden wir mal ein bisschen aus. Überlegen. Machen wir mal hier hin. Den stellen wir mal hier vor. Ui! Okay. Okay. Jetzt haben wir es. Der kommt dahin. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zack, zack. Der kann... Ach, die kommen nur von da oben runter. Okay. Das ist natürlich... Da ist hier wahrscheinlich dann auch ein Turm. Ich glaube, da ist es besser um... ich gehe jetzt mal hier auf eine Flanke. Welche Flanke denn? Moment. Rum. Da ich jetzt schon hier sehr links... ich bin jetzt schon sehr links orientiert hier. Auf dieser Karte und tun den mal weg. Positioniere jetzt hier die Einheiten für den Schlag. So, der kommt dahin, der füllt das. Die füllen sich gegenseitig auf, wunderbar, der geht vor. Ja, das bringt jetzt hier nichts. Ich könnte mit denen jetzt hier irgendwie hier hinfahren. Da, ja. Ja, das macht das Sinn? Nee, das macht nicht so richtig Sinn. Ich fahre mit denen mal dahin. So, und jetzt ist er nämlich wieder. Oh, hier oben ist was. Hier muss was sein, weil hier sind Strecken ab. Also, ne, hier gehen Strecken ab. Hier ist was. Aber ich werde dann mit dem Zug, den werde ich reparieren, dann werde ich da vorstoßen und werde dieses Einstar-Geschütz unter Feuer nehmen. Das werde ich tun. So. Zack, zack. Moment, Moment. Kein Zack, Zack. Moment. Da komme ich nicht rein. Okay. Der geht hier hin. Hoppala. Da stand was. Ui, was ist denn das hier? Ach, das ist wieder so eine Monorail-Schiene, Eisenbahn, irgendwas. Hier bin ich natürlich in die Falle getapst. Das ist hier von der Aufstellung wahrscheinlich sehr symmetrisch. Ja, da muss ich aufpassen. Okay, super. Aber jetzt kriege ich ein bisschen auf den Dates. Ich verliere Einheiten.
Das war's. Okay. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Da bin ich jetzt ehrlich. Der macht das. Der. Ach so, Moment. Ne, die sind alle aufgefüllt. Moment. Der geht dahin. Macht. Ach, verdammt. Ich fülle den auf. Ich repariere ihn nicht, ich fülle ihn auf. Fahre jetzt hier hin. Und nage an den Turm. Genauso wie ich es gemacht habe. So, jetzt schauen wir mal. Das sieht alles hier ganz gut aus. Da geht es zurück. Wow, der nimmt, okay, der nimmt die große Runde, okay. Und jetzt fährt er wieder zurück. Mal gucken, ob der... Na, der nimmt, der nimmt den kurzen Weg. Ja, ja. Wegfindung ist immer so eine Sache. Und er geht zurück, damit er gleich wieder aufmunitioniert werden kann. Und der Technotrax macht jetzt Schluss mit dem Sting. Wunderbar. So, jetzt habe ich hier eine Haubitze. Die Haubitze geht auf den Imperator. Schwere Einheit muss vorgetötet werden, auf jeden Fall. So, hier habe ich jetzt noch eine Haubitze. Die geht auf den Troll. Bekommt 2 Erfahrungspunkte. So muss das sein. Hervorragend. So, hier oben. Ja, da komme ich jetzt nicht hin. Okay. So, Moment, Moment. Der geht vor. Ich möchte hier noch ein bisschen was sehen. Aha, null. Okay, null. Den hätte ich jetzt beinahe vorgefahren. Den hier, den nehmen wir. Der fährt hier hin und zerstört den Turm. Das fand ich gut. Hier ist jetzt ein Nuller. Den fahre ich hier hin. Na verdammt. Jetzt kommt der Sinus nicht ran. Den Sting auftanken. Der kommt hier mal ein bisschen weg. Da kann der Sting jetzt nämlich hier vorbrechen und ein Massaker unter den Samurai-Panzern anrichten. So ist das schön. Der kann natürlich hier nichts machen. Das ist klar. Der geht ein bisschen vor. Muss aufgetankt werden. Der geht rüber. Ah ne, der geht dahin. Ballers kann. Der hat hier noch ein bisschen was. Da würde ich sagen, ich fahre jetzt mal hier hin. Zerstöre den Samurai, damit er seine Augen schließt. Ne? Also er kann jetzt hier kein Licht mehr machen. Der hier, der hopft hier rüber. Und mit dem gehe ich hier rein. Da ist natürlich nichts drin. Ist egal. Der geht vor. Ist hier noch was drin? Da ist ein Archimedes drin. Den stellen wir so weit wie möglich an die Front. Ja, die sehen alle ganz gut aus vom Sprit her. Den stellen wir hier runter. Den reparieren wir. Oh, Moment, jetzt habe ich CMP-Troll. Camp-Troll. Okay, und das ist Camp Demon.
Hui. Ah, sehr schön. Was ist denn das dann? Ah, kann ich nicht sehen. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Camp. So, ich muss also mit den Versorgern wieder hier runter. Den stellen wir wieder vor. Und mit dem bleibe ich da. Ich würde mal so sagen, ich bleibe tatsächlich so. Wir haben schon eine Stunde gespielt. Ich schau mal. Wir haben noch 16 Runden Zeit. Also ich denke, von den Runden her sieht es ganz gut aus. Denn hier geht es denn schon zum Rechenzentrum. Das heißt, ich muss noch das zerschlagen. Hier ist eine Fabrik. Die Fabrik würde ich noch einnehmen, weil dann habe ich hier oben nämlich eine Möglichkeit, Dinge herzustellen. Und dann bin ich dann schon bereit. Das passiert aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der kommenden, in der höchstwahrscheinlich letzten Folge von Battle Isle 2 in der Hauptkampagne. Und ich freue mich, wenn ihr wieder damit dabei seid. Oh, ein ganz schwerer Satz. Es ist früh. Stimmt nicht, es ist Mittag. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir die finale Schlacht schlagen. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt euren fantastischen Tag und ganz wichtig, Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.